Vor 5 Jahren hat es angefangen, da kam ein Spieler mit Handicap im Training von einer regulären Mannschaft, die ich betreut habe. Das war eine D-Jugendmannschaft. Kam mit seiner Mutter und hat gefragt, ob er mitmachen kann. Er wäre ausgelacht worden in anderen Vereinen, ob das bei uns möglich wäre. Und ich habe gesagt, wir probieren es. Und die Jungs haben ihn so toll aufgenommen, direkt integriert. Und er hat sich unheimlich entwickelt innerhalb von 1-2 Jahren. Das war so der Auslöser, wo ich gesagt habe, da müsste es noch mehr Jungs, Mädels geben, die kicken möchten, aber nicht die Möglichkeit haben. Das war so der Startpunkt. Angefangen haben wir mit 5 Spielern, die zu uns gekommen sind, und innerhalb von 2 Jahren ist es jetzt gewachsen auf 34 Spieler. Das beflügelt einen, das zu sehen, die Fortschritte, die werden selbstbewusster, das ist einfach toll. Man unterstützt sich gegenseitig, der eine gleicht den anderen aus, und das ist einfach was ganz Besonderes, glaube ich. Ja. Wir respektieren uns alle, so wie wir sind, und wir spielen einfach Fußball. Und ja, also der Teamgeist ist schon sehr groß bei uns. Das ist eigentlich das Besondere wirklich an dem Team, die Gemeinschaft, die da gelebt wird.